Kanzler, werte Minister, hohes Haus, weil mein Vorredner gerade von Bildern und Fakten gesprochen hat, denke ich, müssen wir auch ein Bild zurechtrücken in dieser gesamten Debatte, wie sie heute hier stattfindet, aber auch wie sie bereits die letzten Tage in den Medien stattfindet. Und Sie sprechen die ganze Zeit von Kindern und zeichnen ein Bild für die österreichische Bevölkerung von den kleinen 4-, 5-, 6-, 7-jährigen Kindern. Ich zeige Ihnen das wahre Bild von den Kindern, die Sie aus Moria holen wollen, die Sie auch in der internationalen Presse bereits finden. Die österreichische Presse hat sie noch nicht so umfangreich veröffentlicht. Das, sehr geehrte Damen und Herren, sind die ersten Kinder, die aus Moria hinausgeholt wurden. Die ersten Kinder, 1,90 Meter groß, Bart, jeder zweite wahrscheinlich am 1.1. geboren. Und das sind genau diese Kinder, die auch schon einiges an Kerbholz bei uns angerichtet haben, von denen Kindern, die sie bereits zu uns ins Land geholt haben. Wann werden Sie endlich in der Realität ankommen und verstehen, dass wir uns jetzt in der Gegenwart in einer Krise mitten in Österreich befinden? Einer Krise, in der es Millionen Opfer in unserem Land gibt. Wann werden Sie verstehen, dass wir mit dem Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher nicht die gesamte Welt retten können? Wann werden Sie verstehen und in der Gegenwart ankommen, dass wir unter dem Deckmantel der Hilfe nicht weitere Kriminalität importieren dürfen, weitere Probleme importieren dürfen, die wir in unserem Bildungssystem, an den Schulen und so weiter zur Genüge haben? Und die Kernfrage, wann wird die österreichische Bundesregierung endlich verstehen, dass es die Aufgabe der österreichischen Bundesregierung ist, vor allem in Österreich zu helfen und sich dann um den Rest der Welt zu kümmern? Denn, sehr geehrte Damen und Herren, und da bekommt Hilfe vor Ort eine gute Bedeutung und ist das Stichwort. Wir haben in Österreich über 1 Million Menschen, die armutsgefährdet sind. Hunderttausende Arbeitslose, Hunderttausende in Kurzarbeit, Unternehmer, die vor den Scherben ihrer Existenz stehen, Senioren und Pensionisten, die mit ihrem Einkommen und ihrer Pension kein Auskommen finden und über 300.000 Kinder, die in Österreich vor unserer eigenen Haustür armutsgefährdet sind. Und unsere freiheitliche Haltung, sehr geehrte Damen und Herren, ist klar. Solange es in Österreich auch nur noch ein einziges armutsgefährdetes Kind gibt, dürfen wir keinen einzigen Cent Steuergeld ins Ausland schicken und brauchen auch keine Zuwanderung. Das Motto muss vielmehr lauten, volle Kraft für unser Land. Das ist die Hilfe vor Ort, die wir in der Gegenwart dringend brauchen. Der schwarz-grüne Weg sieht aber etwas anderes vor. Da werden aus der Hüfte zig Millionen zusätzlich ins Ausland geschickt. Und selbst wenn Ihnen Ihre PR-Berater sagen, zeigen Sie ein bisschen Härte bei 200 Kindern, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann sieht auch hier die Realität anders aus. Sie holen Zuwanderer und Asylanten zu Tausenden in unser Land. Letzten Freitag 59, am Samstag 29, am Sonntag 32, am Montag 41 und gestern 36 illegale Zuwanderer. Tausende in den letzten Wochen und Monaten. Und während Sie der eigenen Bevölkerung eine Grenze ziehen, stehen die Grenzen meilenweit offen für illegale Zuwanderung und Migration. Und weil auch Sie, Herr Innenminister, gerade hier sind und Sie großspurig ankündigen, dass kein Asyl gewährt wird ohne Corona-Test, wissen Sie, wie viel von den Tausenden einen negativen Corona-Test mitgebracht haben? Null, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist der Sand, den die Regierung versucht und den die ÖVP vor allem versucht, der Bevölkerung ins Auge zu streuen. Und dieses Schauspiel mit Herrn Kollegen Seehofer, das können Sie sich auch sparen, weil das ist relativ leicht durchschaubar unter Parteifreunden, weil Sie beide versuchen, politisch davon zu profitieren und Ihr Herr Innenminister als Dankeschön dann noch über 1.000 Migranten aus Deutschland zurücknimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn jetzt die EU den Vorstoß macht, Dublin abzuschaffen und eine Umverteilung über die Nationalstaaten sicherzustellen, dann ist das eine gefährliche Drohung. Und ich erwarte mir von der österreichischen Bundesregierung, dass sie nicht auf den Knien nach Brüssel rutschen, sondern dass sie unsere österreichischen Interessen vertreten. Die Botschaft muss lauten, wir sind nicht erpressbar von Brandstiftern. Die Botschaft Richtung illegale Migranten und Schlepper muss lauten, ihr habt gar keine Chance. No way, versucht es erst gar nicht, die Grenzen sind dicht. Und gerade in Zeiten wie diesen muss die Botschaft lauten, Österreich zuerst. Österreicher zuerst und die Gegenwart, Frau Kollegin, ist nicht Moria, die Gegenwart ist Österreich, sehr geehrte Damen und Herren.